na 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 na. Wir machen Quetschen-Pop mit Synthesizer, mit Dialekttexten und viel dreistimmigen Gesang. Hey, servus! Ich hab ne Krawatte an. Schau, was meine Krawatte. Bahö ist ein dialektales Wort aus, wir vermuten, aus dem Raum Oberösterreich. Haben aber auch schon gehört, dass es vielleicht aus der Wiener Gegend kommt. Sei jetzt einmal dahingestellt, Bahö übersetzt bedeutet Aufschrei oder Krawall. Und wir finden, es ist der beste Name für ein zweites großes Ausrufezeichen der Volkshilfe. Ich verbinde mit Straßenmusik mit der Volkshilfe auch immer Reisen. Wir waren in Belgien, Holland, wir waren in Italien, Kroatien, wir waren in ganz Deutschland. Ja, irgendwie ist das ein gutes Gefühl und deswegen müssen wir das einfach immer wieder machen. Synthesizer am Album, ja, man kann voller Stolz sagen, dass alle Basslines, also der Bass von unserer Platten, kommt einfach live gespielt von der linken Hand. Es ist da nichts irgendwie mit dem Keyboard oder was auch immer gemacht worden. Wir sind da recht eingekippt, dass wir geschaut haben, was können wir denn für Basslines mit der Quetschen machen, wie kann man das machen. Wir haben es auch bewusst einzeln aufgenommen, das heißt, wir haben es erst im Studio, Schlagzeug, dann im Bass und erst dann die Quetschen, die Gitarre, die Gesänge, dass man einfach wirklich auch dieses Gefühl hat, dass man da dieses einzelne Instrument behandeln. Das Bahö-Album ist jetzt gerade rausgekommen und wir sind jetzt gerade mitten in der Tour, also September, Oktober, November, spielen wir die Bahö-Tour durch Österreich, Deutschland und Italien. Die genauen Tourstops finden wir auch auf der Homepage oder auf Social Media, Facebook, whatever. Und genau, und am 17. November ist dann das grande Finale im Linzer Posthof. Und danach wird es eine kurze Live-Pause geben, weil wir eben dann die Zeit wieder nutzen werden, um neue Songs zu schreiben und an neuen Ideen zu feilen.